Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar gibt es hier drei neue coole Karten. Und zwar ein XYZVW gepanzerter oder Drache, wie der nochmal heißt. Armor Dragon, weiß ich jetzt auf Englisch. Dann noch ein neues antikes Antriebsmonster und ein Kristallungeheuer-Drachenmonster-Fusionsmonster. Okay, dann der Arm Dragon Katapult Dragon. Das ist der da oben. Katapult Cannon und nicht Dragon. Oh, okay. Machen wir. Wo ist der andere? Den haben sie dann natürlich nicht so gezeigt. Machen wir so, da ist ein extraes. So, ein Level 10 Lichtmonster, Maschinentyp, Fusions, 3500 Angriff, 3000 Verteidigung. Kartenübung benötigt VW, XYZ, Drachenkatapultkanone und der bewaffnete Drache Level 7, genau so heißt er. Kann nicht als Spezialbeschwörung beschwören werden, außer man hat nicht die oberen Karten als Spezialbeschwörung beschwört während des Duelles. Muss zuerst als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören werden, also indem man die oberen genannten Karten da verbannt, entweder die man kontrolliert oder vom Friedhof, das ist wenigstens mal etwas an einer Erleichterung. Und jetzt kommt der Effekt der Gegner, die gegnerischen Karten und Effekte, die dieselbe Name haben als alle verbannten Karten können nicht aktiviert werden. Ja, ist nicht so gut, aber naja. Einmal pro Spielzug während der gegnerischen Runde. Ein Schnelleffekt. Man kann eine Karte vom Main Deck oder Extra Deck verbannen und verbanne alle Karten vom Feld, vom gegnerischen Feld und Friedhof. Dann zahlt sich wieder der erste Effekt aus. Aber zuerst muss man den mal beschwören. Und das ist mal heftig. Dafür ist der zweite Effekt sowas auch von ein sicherer Sieg eigentlich, würde ich mal sagen, außer der Gegner hat das in der Hand, was komplett umdrehen kann, was ich aber nicht denke. Da hat man sofort gewonnen. Meiner Meinung nach. Aber zuerst muss man ihn beschwören. Und gut, dann gibt es noch das neue antike Antriebsmonster da, Antik Gear Megaton Golem oder Megaton Ancient Gear Golem. Level 9 Erdemonster. Maschine natürlich. 3000 Angriff, 3300 Angriff, 3300 Verteidigung. Braucht drei antike Antriebsmonster. Wenn diese Karte angreift, kann der Gegner keine Zauber- oder Fangkarten bis zum Ende des Damage-Step aktivieren. Okay, ganz normal. Wie jedes andere antike Antrieb sonst eigentlich. Und wenn diese Karte als Fusionsbeschwörung beschwört wird, indem man zwei oder mehr antike Antriebsgolem oder antike Antriebsgolem, die ultimative Schlag oder Pound oder keine Ahnung, wie der heißt, auf Deutsch nochmal, dann kann diese Karte angreifen mal der Anzahl der Monster von diesen da. Also wenn man zwei davon kann, kann er zwei Angriffe machen. Okay, ich glaube, das kann der aber auch. Und wenn diese offene fusionsbeschwörende Karte das Feld verlässt bei einem gegnerischen Karteneffekt, man kann ein Monster als Spezialbeschwörung beschwören, welches Ultimate Ancient Gear Golem vom Extra, also man kann den Ultimate Ancient Gear Golem von Extra beschwören. Ignoring its summon conditions. Der wiederum. So, der wiederum hat den Effekt, das ist dieser hier, der Ultimate Ancient Gear Golem, was man beschwören kann, hat den Effekt. Ja, er macht durchschlagenden Kampfschaden, wenn er eine Verteidigungsposition angreift und der Gegner kann keine Zauber- und Fangkarten aktivieren bis am Ende der Damage Step. Und wenn diese Karte ist, zerstört wird, man kann ein antikes Antrieb, ein Ancient Gear Golem, antiker Antrieb Golem in Friedhof wählen und ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Ignoring the Summon Conditions, also ignorieren der Beschwörungskonditionen. Und der heißt aber auch Ancient Gear Golem, wenn es so kommt und nicht so. Das heißt, man kann ihn wieder beschwören. Und wenn der wieder zerstört wird durch einen Karteneffekt,
kann man ihn, wenn man ein zweites Mal im Extra-Deck hat, wieder beschwören. Er hat immer 4400 Angriff, 3400 Verteidigung. Und das dann immer wieder zu machen, bis der halt weg ist. Genau, und dann gibt es auch noch da eine Fusionskarte, eine neue. Passend dazu. Und eine Ancient Gear Fusion. Man kann sie suchen mit der Wyvern. Und normale Zauberkarte natürlich. Man kann ein antikes Antriebsmonster, Fusionsmonster vom Extra-Deck als Fusionsbeschwörung beschwören, indem man Monster von der Hand oder vom Feld als Fusionsmaterial benutzt. Und wenn man einen antiken Antriebsgolem oder Antriebsgolem Ultimate Bound, die man kontrolliert als Fusionsmaterial benutzt, kann man auch die restlichen Monster vom Deck benutzen. Vom Deck. Man könnte also dieses 4500er Viech, was einfach nicht durch, was unberührt von Zaubern Fallenkarten ist und jedes Monster einmal angreifen kann und beschadigende Kampfschaden macht, so einfach beschwören. Indem man den einfach da hat. Macht man einfach nur Geartown und dieses Katapult zerstört es, holt ihr das, Fusion, zack, zack, fertig. Das ist wirklich eine sehr große Unterstützung eigentlich für diese antike Antriebsmonster und macht das ganze Spiel für die schneller. Genau, dann haben wir noch den Ultimate Crystal God Rainbow Over Dragon. Ja, so ein Name, ich meine, es ist ein Gott, es ist ein Over Dragon, es ist ein Ultimate, was kann daran schief gehen? Level 12 Lichtdrache Fusionseffektmonster mit 4000 Angriff, 0 Verteidigung. Materialien braucht es 7 Crystal Beast Monsters. 7. Muss als Spezialbeschwörung beschwören werden, als Fusionsmonster mit der folgenden Methode und kann nicht anders als Spezialbeschwörung beschwört werden. Okay. Also mit diesen Dingen hier. Oder nein, mit diesen hier. Man kann diese als Spezialbeschwörung von Extra Deck beschwören, indem man ein Level 10 Ultimate Crystal God Monster, welches dann kontrolliert, opfert. Da kann man ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Als Fusionsbeschwörung kann man ihn auch immer mit 7 Crystal Beasts machen. Zum Beispiel ist es, glaube ich, mit Spiegel des Drachen, glaube ich, könnte man ihn gut machen. Dann eine Runde, man kann ein Crystal Beast Monster im also Kristallungeheuer im Friedhof wählen und verbannen. Diese Karte bekommt Angriff von dem verbannten Monster, okay, bis Ende der Runde. Das ist jetzt nicht so unbedingt nötig, mit 4000. Und Quick Effect. Man kann diese Karte, diese fusionsbeschwörte Karte, Fusion, also man muss das da machen, nicht das, als Tributer bieten, um alle Karten vom Feld ins Deck zu bringen. Das ist mal heftig. Ist aber auch nur gut, wenn der Gegner wirklich nichts mehr auf der Hand hat. Und man selber aber noch irgendwelche Handkarten hat. Und man kann ihn natürlich auch mit den dunklen Regenbogendrachen beschwören. Und dazu dann noch zwei andere Karten, Rainbow Bridge und Ultimate Crystal Formation. Die Rainbow Bridge füge einen Kristallzauber oder Fallenkarte von deinem Deck in deine Hand zu, außer Violet Crystal oder Crystal Counter. Eine Suchkarte ist nicht schlecht, eigentlich tut das Deck ein bisschen aus. Und dann hier die Ultimate Crystal Formation, eine normale Fallenkarte. Wenn ein Kristallbeast, also ein Kristallungeheuer Monster, das man kontrolliert, zerstört, durch Kampf wird, kann man 7 Kristallungeheuer Karten mit verschiedenen Namen vom Handdeck oder offen vom Feld in den Friedhof senden. Dann speziere ein Crystal Ultimate Crystal God Fusion Monster vom Extra Deck. This is treated as a Fusion Summon. Holy shit, das ist eine Fusion für eine Fusionsmonster. Und wenn ein offenes Ultimate Crystal God Monster, was man kontrolliert, das Feld verlässt, wegen einem gegnerischen Karteneffekt,
während man ihn kontrolliert. Okay, man kann diese Karte im Friedhof verbannen und eine beliebige Anzahl an Crystal Beast Monster vom Friedhof offen in die Zauberer-Fallen-Kartenzone als permanente Zauberkarten setzen. Holy shit. Und man kann diesen Zeiteffekt Ultimate Crystal God, steht hier da, man, es sind, gehören auch die, der Regenbogendache und der Regenbogenfinsternisdache dazu. Aber das ist der erste Effekt, das ist so extrem heftig. Also die Karte werde ich mir holen, wenn sie in TCG rauskommt. So wie das Fusionsmonster. Ich habe noch hier ein bisschen ein paar Kristallkarten, das geht schon. Okay, das war es auch wieder für die neuen hier Bossmonster-Karten. Und bis zum nächsten Mal.